Zeitsprung? Ja, wegen mir gerne. Also, Zeitsprung. Wenn du jetzt nicht nachts irgendwie den Betten ermorden lassen willst oder so. Nein, also Zeitsprung in dem Sinne, dass halt du kannst, könntest jetzt beispielsweise in die, beziehungsweise ihr beide, also Keiko und du, könnt in die Bibliothek. Einmal wartet ja der Dr. Price auf dich. Und Dr. Armitage, wenn du ihn sprechen möchtest, ne? Wobei der jetzt nicht weiß, dass du ihn besuchen kommst. Die Keiko hat ja einen von den Bibliothekaren um Hilfe gebeten. Nur Curly ist augenscheinlich jetzt gerade irgendwie ohne. Curly kommt irgendwann um 10 Uhr mit seinem Motorrad über den Campus gefahren und fährt direkt zu dem SEU-Gebäude hin und stellt das Moped da ab und klopft erstmal laut an diese Tür von diesem vermeintlichen Versorgungsgebäude der Universität. Hey, hallo, Professor, aufmachen! Ich bin's, Curly. Es ist aber gerade keiner da, ne? Das weiß ich ja nicht. Wir haben ja keinen Termin ausgemacht. Und keinen Ort ausgemacht. Gut, aber du wirst ja mitbekommen haben, dass wir wahrscheinlich in der Bibliothek sind. Das habe ich doch eigentlich gesagt, oder? Ja, gut. Ich gucke so durch die Fenster und klopf nochmal laut. Und dann schaue ich mich um auf dem Unigelände und dann. Mein logisches Denkvermögen sagt mir dann, dass ich vielleicht in der Bibliothek mal nachschauen sollte. Hast du sowas, ja? Also hänge ich meine Lederkappe so über den Lenker von dem Moped und gehe dann zu Fuß zum Bibliotheksgebäude. Das Problem ist, wir haben auch tatsächlich aktuell so irgendwie keine Aufgabe, die wir ihm geben können, ne? Das müsst ihr. Also ich kann euch sagen, OT, dass es definitiv noch Möglichkeiten gibt. Was könnte das denn sein? Lass mal überlegen. Wir können ihn ja alleine zum Gebäude schicken. Zu dem Bauern, zu dem Farmhaus. Zu dem Haus, genau. Ja, also ich finde euch dann einfach mal in dieser Bibliothek und komme dann da, wo ihr seid und sage dann so einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Morgen. Curly, ich hätte vielleicht was für dich. Wir haben jetzt mehrfach in den Aufzeichnungen gelesen von einem Buch, wie hieß das nochmal? Das mit dem französischen Titel. Merlot. Du wäre mi mysterie. Ja, genau. Das ja im Besitz von Rupert, glaube ich, auch war. Der hat doch irgendwie erwähnt, dass seine Frau auch auf jeden Fall darüber Bescheid wusste. Ja, das kann sein, ja. Das ist eine OT-Frage, das stand doch, glaube ich, im Text drin, ne? OT weiß ich das nicht. Was denn nochmal? Nochmal, bitte, die OT-Frage? Die Frau von Rupert hatte doch Kenntnis von diesem Mystery-Dings, meine ich. Das stand doch so in diesem Brief drin, oder? Nein. Okay. Also es stand nichts über seine Frau. Oder über seinen Sohn in dem Brief. Okay. Rupert, auf jeden Fall könntest du, wenn du möchtest, vielleicht mal mit den Angehörigen sprechen. Speziell mit der Frau von Rupert. Wir suchen ja auch dieses Buch hier, dieses Beschwörungsbuch, von dem wir gesprochen haben, dieses Dings Mystery. Ich schreibe ihm den Titel auf, damit er es auch nicht vergisst. Und, Seite. Genau. Vielleicht kannst du irgendwie noch was in Erfahrung bringen. Oder vielleicht findest du das raus, vielleicht findest du das auch. Vielleicht haben sie es ja auch irgendwie zu Hause oder irgendwie gesehen. Ich kann ja mal einen Besuch bei Mrs. Merriweather machen und mein Bedauern ausdrücken und mal vielleicht unauffällig anfragen, ob sie was von einem Buch weiß. Das wäre toll, wenn du das machen könntest. Ja, kein Problem, kann ich machen. Ja, gut. Wenn es das war, dann würde ich mich auch direkt auf den Weg machen. Ja, mach du das. Großartig. Ja, dann nehme ich diesen Zettel mit, wo dieser Buchtitel steht und begebe mich wieder zu meinem Motorrad und ich gehe ja davon aus, dass ich weiß, wo das Haus der Merriweathers liegt. Ja, du weißt das. Na, und ja, gut. Dann mache ich mich da auf den Weg und fahre dorthin zur Agnes. Okay.
Du wirst länger brauchen als jetzt Wentworth und Keiko, die halt ja durch ein paar Fußminuten die Bibliothek erreichen können. Das heißt, dann würde ich die beiden halt erstmal primär bespielen wollen. Spaß. Kein Ding. Ich glaube, jetzt müsste Musik zu hören sein, oder? Ja, yeah, wir hören. Also auch so im Chat, okay. Ich weiß ja, aufgrund von diversen Internetleitungen habe ich leider den Twitch-Kanal aktuell nicht auf. Ja, die hören trotzdem nichts. Ist geil. Ja, ich. Okay. Ja. Wollt ihr beiden denn zusammen da hinlaufen? Ja, ja. Mhm. Ja. Herr Professor, ich habe gestern bereits eine Anfrage in der Bibliothek platziert, um Lokalzeitungen von Ende Februar bis Mitte April zu diesem zu außergewöhnlichen Ereignissen heraussuchen zu lassen, sodass ich die jetzt gleich durchgehen kann. Ein guter Ansatz, Keiko. Mach das. Ich werde mich jetzt gleich mit Professor Armitage treffen und in der Hoffnung, dass er uns mit den innenliegenden Hieroglyphen auf dem Sarkophag weiterhelfen kann. Mhm, okay. Gut, ja. Wir plaudern und gehen zur Bibliothek. Da trennen wir uns. Oh. Zufälligerweise hat der Bibliothekar, der gestern bereits die Spätschicht übernommen hatte, ist in der Tat da und erkennt Keiko direkt wieder. Und du, Wentworth, gehst wo zuerst hin? Direkt straight zu... aber ich habe ja zwei Termine, ne? Ich habe ja einmal mit Price zu tun. Eigentlich nur mit Price. Wie komme ich denn jetzt auf Armitage? Entschuldigung, nee, klar, mit Price. Nee, den kannst du auch ansprechen, aber der weiß nichts von deinem Besuch. Der ist nicht von Smitty informiert worden. Hat den Termin mit Price? Da ist er, Smitty hat den Price angerufen, dass du ihn wegen der ägyptischen Übersetzung, von den Glyphen, okay, beauftragen willst. Okay. Gut, aber ist ja egal, wo ich anfange. Also ich kann ja mit, ich habe ja die Hieroglyphen auf der Innenseite, habe ich ja abgeschrieben gehabt. Und geh damit zu Armitage. Nee, Quatsch. Nee, warte, lass mich überlegen. Um eingrenzen zu können, vielleicht über Zeitraum, macht es wahrscheinlich doch mehr Sinn, wenn ich zuerst mit Price rede. Nee, ich gehe zuerst zu Price. Genau. Okay. Sorry, ich bin gerade hin und her gerissen. Alles gut. Miss, der Bibliothekar spricht dich an. Ja. Ich hab leider nicht viel finden können, aber gab jetzt eigentlich, was Ross Corners betrifft und Umgebung, in diesem Zeitraum keine besorgniserregende Nachrichten. Eigentlich ist Ross Corners so klein und unbedeutend, dass wir außer hier und da Todesmeldungen von Einwohnern sonst nichts haben finden können. Okay. Okay, vielen Dank für Ihre Unterstützung. Gern geschehen. Tut mir leid, dass ich nicht weiterhelfen konnte. Kein Problem. Würde mich dann auf den Weg zum Professor machen und ihn entsprechend in Kenntnis setzen. Also ich habe ihm gesagt, dass ich zuerst zu Price gehe. Ne? Also ich war ja gerade selber verwirrt eben durch die Sachen. Also genau. Der Dr. Price hat ein natürlich nicht andersweise vergleichbares Büro wie Dr. Armitage und Armitage aber halt ein eigenes Büro in der zweiten Etage. Da ist dann auch die Abteilung Ägyptologie unter anderem ansässig. Mhm. Ja, ich klopfe und wachte auf. Ja, herein. Ja, ich betrete das Büro. Zusammen mit Keiko, die mich wahrscheinlich eingeholt hat. Es ist ja nicht viel passiert oder so. Würde ich jetzt von ausgehen, ja. Ah, Professor, Sie sind's. Ja, hier, Professor Smith hat mich informiert, dass Sie
eine Nuss zu knacken haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, absolut richtig. Ich hole etwas stämmiger Kerl, also schmierbäuchig, aber halt in so einem Anzug, also alles adrett, alles schick und relativ unordentlich. Diverseste Blätter und Schriftstücke liegen auch über seinem Schreibtisch verstreut. Aber du kennst ihn auch als Mann, als Spezialist. Also es ist halt jetzt kein... Gut, so jemand wird ja auch nicht die Position bekleiden, wenn er jetzt, sagen wir, nichts auf dem Kasten hätte. Klar. Aber ist so, er hat so eine direkte, kumpelhafte Stammtischart. Ja, zeigen Sie mal her, was haben Sie denn? Ja, ich hole meine Notizen raus und da habe ich dann halt auch die... erstmal so eine skizzenhafte Zeichnung des Sarkophages und auch wie die Zeichen dann halt auch entsprechend, wo die auf dem Sarkophag prangen, und so habe ich alles schon skizziert und aufgezeichnet. Ja, wir sind auf ein Objekt gestoßen und ich komme einfach mit den Hieroglyphen nicht weiter. Ich habe schon mal einen Teil angefangen zu übersetzen, ich konnte den Zeitraum auch eingrenzen, in dem es sich handelt, und so sieht die Sache aus. Wenn Sie mich einen kleinen Moment entschuldigen würden, ich wende mich an Keiko und gebe ihr die Notizen von der Innenseite des Sarkophags. Okay. Hör mal, Keiko, könntest du dich zu Professor Armitage begeben? Ich habe hier diese Zeichnung von der Innenseite des Sarkophages. Also ich sage das natürlich alles so, was Dr. Price so jetzt nicht mitbekommt halt, ne? Vielleicht sind mit ihm zusammen irgendwie, sag ihm einfach, dass ich die auch geschickt habe, dass du mit der Sache mit dran bist, dass ihr rausfinden könnt, was da steht. Ja, mache ich gerne, Professor. Gut. Das hier könnte die Übersetzung, wenn wir das zusammenarbeiten, das könnte hier natürlich ein bisschen was dauern. Ja, ich halte den Zettel auseinander und würde mal da einen Blick drauf werfen. Den Zettel von Wentworth. Mhm. Du wirfst jetzt einen Blick drauf. Mhm. Du siehst die hieroglyphischen Symbole. Ich glaube, sie möchte gerne auf Okkult werfen. Ja. Du hast beides auf einem Zettel stehen. Ja, ich habe einen Notizblock gerade. Ich hab Keiko jetzt gerade den Zettel gegeben mit den Innenseiten-Hieroglyphen, die ja nichts mit den ägyptischen Hieroglyphen zu tun haben. Alles klar. Was hast du für einen Wert in Okkult, Keiko? 5. Was, 5? Ja. Okay, ja. Ist ein Zeichen. Ja, und sind auch nicht ansatzweise ähnlich wie die Hieroglyphen, die auf dem anderen Zettel stehen. Sie hätte ja Glück haben können. So. Ja, nee, alles gut, Freunde, alles gut. Ich muss auch noch ein Häkchen machen, fällt mir gerade auf. Ja, dann gehe ich mit dem Zettel zu Armitage, genau. Oder Armitage, ich weiß nicht. Dr. Armitage, aber wird Armitage geschrieben, ja. Ja. Und währenddessen wirft Dr. Price mal einen Blick auf die ägyptischen Hieroglyphen. Ja, also ich setze mich auch mit ihm zusammen und erkläre ihm, was ich schon bisher herausgefunden habe. Ich habe ja auch mittlerweile ja schon ein bisschen daran gearbeitet und so, ne? Und so, ja, genau. Er guckt sich den Zettel an. Professor Avebury, welche Referenzbände haben Sie denn für Ihre Recherchezwecke genommen? Ich zähle ihm halt die Bänder auf, die ich halt da bekommen habe von den ganzen Rechnungen, so genau. Den brauchen Sie nicht, den Band brauchen Sie nicht, den Band brauchen Sie nicht. Sie brauchen nur diese beiden Bände und da werden Sie sowohl was die was den Satzbau betrifft, als auch die Übersetzung der Hieroglyphen werden Sie fündig werden. Und der hat mal eben dafür gesorgt, dass die Übersetzungszeit von 4 Tagen, ich habe nämlich so gut geworfen, auf einen Tag reduziert worden ist. Ja, wunderbar. Respekt. Also, dass Sie das auf einen Blick erkennen können, Sie sind wirklich ein Meister Ihres Fachs. Ich habe eine 8 gewürfelt.
Ja, Kaiko muss eine Etage höher und steht jetzt vor dem Büro von Dr. Armitage, klingt irgendwie geiler. Armitage. Dr. Armitage. Ja, ich klopfe und warte dann auf das herein. Ich begebe mich übrigens dann, nachdem ich fertig bin, halt auch rüber zur Armitage halt hoch, ne? Also, aber ich lasse die beiden jetzt machen. Oder? Herein? Also ja. Du bist natürlich, stehst noch allein vor dem Büro, Kaiko. Ja. Ich öffne die Tür auf das herein. Verbeugt. Er steht mit Händen hinterm Rücken am Fenster und blickt hinaus. Wirft einen Blick über die Schulter. Ja. Was möchten Sie? Verbeuge mich kurz. Guten Tag, mein Name ist Kaiko Kane. Ich bin Studentin bei Dr. Hilf mir nochmal gerade. Avery. 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 Er hat mich mit der Bitte um eine Übersetzung zu Ihnen geschickt. Ich halte ihm den Zettel. Er dreht sich jetzt vollends um. Du siehst ihn halt im kompletten Profil. Und zeigen Sie mal her. Ich gebe ihm den Zettel. Der wird erstmal blass. Wo sagten Sie, hat Dr. Avebury die Zeichen gesehen? Ich grinse ein bisschen. Dazu habe ich noch nichts gesagt. Das erläutert er Ihnen wahrscheinlich auch am besten selbst. Ach, ist er auf dem Weg hierhin? Ich denke, dass er sicherlich in den nächsten Minuten hier eintrifft, wenn er mit seinem vorherigen Termin soweit fertig ist. Sind Sie in der Lage, es zu lesen? Frage ich mit ernsthaftem Interesse in der Stimme. Das möchte ich gerne mit Doc Professor Avebury besprechen, wenn er denn hier ist. Mhm. Und Avebury Wentworth, seines Zeichens, ist in der Tat nur noch wenige Schritte von der Tür entfernt und hörst sogar, wie Dr. Armitage deinen Namen nennt. Ja, ich klopf kurz an und Professor, kommen Sie rein. Ihre Studentin hat hier was sehr Interessantes mitgebracht. Mhm. Dürfte ich Ihnen mal so prinzipiell einen Tipp für die Zukunft geben? Bitte. Was diese delikaten Dinge betrifft, manches sollte man vielleicht von Angesicht zu Angesicht besprechen, ohne weitere Personen. Gebe ich Ihnen sicherlich recht. Allerdings ist Miss Kane seit längerem in unsere Untersuchungen mit involviert. Ach wirklich? Ist sie ein Mitglied der Gesellschaft? Jawohl. Aha, also es wird also jetzt mittlerweile unter den Schülern akquiriert. Das ist das Problem an der Sache, das müssen Sie doch wissen. Wir akquirieren nicht. Die Sachen treffen einen manchmal und dann erweitert sich der Horizont und das suchen wir uns nicht immer aus. Nun gut, unter diesen Umständen dürfen Sie Platz nehmen, Miss Kane. Ja, vielen Dank. Professor, wenn ich Ihnen den Stuhl anbieten dürfte. Natürlich. Er läuft an euch beiden vorbei, schließt die Türe. Ihr hört einen Schlüssel, der sich im Schloss dreht. Nun, diese Schriftzeichen, die Sie auf ihrem Notizzettel niedergeschrieben haben, die sind jüngst in ähnlicher Art und Weise gefunden worden.
Das ist interessant. Und zwar ist an der Küste Bostons ein Treibgut an Land gespült worden mit aus einem Gestein unbekannter Herkunft, wo sich Geologen und Menschen mit einer Chemiebegabung sich aktuell die Köpfe einschlagen. Und in der Tat gibt es Schriftstücke älterer Natur, die eine direkte Referenz zu diesen Schriftzeichen, die Sie mir gerade vorlegen, und zu diesen Schriftzeichen des Treibgutes Aufschluss geben. Warten Sie mal. Diese Schriftstücke liegen aber diesen anderen Wissenschaftlern nicht vor, nehme ich an. Die Referenz. Nein, natürlich nicht. Aber erleichtert seufze ich und meine Anspannung fällt wieder etwas ab. Also es gibt sicherlich Werke, die eine gewisse Auflagenstärke haben, aber wir reden hier von Büchern, die handschriftlich kopiert worden sind. Und ich muss mal eben an meinen Spezialschrank und läuft dann zu diesem riesigen Panzerschrank, zieht einen massiven Schlüsselbund aus seiner Hosentasche und braucht 3 Schlüssel, um 3 Schlösser dieses Panzerschrankes zu öffnen. Und ihr hört auch, wie er wuchtig einfach auch an diesem Rad drehen muss und... dann auch, ich meine, er ist Professor, ne? Die Tür aufzieht und ihr könnt bestimmt auf Anhieb 20, 25 verschiedene Bände in verschiedenen Stadien des Daseins betrachten. Ja, in Menschenhaut. Zieht sicher einen Band raus. Und verschließt dann schnellstmöglich den Schrank wieder und kommt mit diesem Buch dann zu euch an den Schreibtisch und legt das Buch auf dem Schreibtisch ab, setzt sich da nieder und schlägt dieses Buch auf. Und es handelt sich in der Tat um ein Buch mit dem Namen Ordinäre Referenz. Das und haben wir auch in dem das ist interessant. Der Name dieses Buches ist uns jüngst untergekommen. Ach, das ist ja interessant. Wobei, wenn ich mir überlege, mit welchen Dingen sie wahrscheinlich zu tun haben. Also dieses Buch ist, was das okkulte Wissen betrifft, schon ein Vorzeigewerk. Fundamentlich, schätze ich. Er blättert ein Kapitel auf mit Abbildungen von genau dieser Art von Schriftzeichen, die du ja von der Innenseite des Deckels schraffiert hast. Und ihr seht auch in der Tat eine Zeichnung mit einer Beschreibung und einem Bild von diesem, auch für diesem kleinen Sarkophag. Interessant. Just um dieses Objekt geht's gerade bei uns. Das ist ja mal sehr interessant. Also diese beiden Dinge stehen nicht im direkten Bezug. Die Schriftzeichen auf der Innenseite des Deckels dürften wesentlich älter sein als die Hieroglyphen auf der Außenseite des Deckels.
wahrlich, das ist durchaus interessant. Ich kann Ihnen sagen, guckt mal nochmal in das Buch rein. Die Schriftzeichen auf der Innenseite des Deckels weisen auf einen versunkenen Kontinent hin. Man ist sich allerdings nicht sicher, Gelehrten in diesem Bereich streiten sich, ob es der Atlantik oder der Pazifik ist. Nun. Es gibt Namen für diesen versunkenen Kontinent. Manche nennen ihn Lemuria. In diesem Buch ist die Rede vom Kontinent Mu. Darauf hätte ich jetzt getippt. Es gibt ja im Grunde genommen, ich meine, wir kennen ja alle diese Legenden. Es gibt diese beiden bekannten Kontinente, die versunken gelten. Das ist ja einmal Atlantis und einmal Mu. Da haben, der eine oder andere hat man natürlich schon mal von gehört, ja. Wir sind uns beide über die Tragweite bewusst, die diese Schriftzeichen belegen, ja, förmlich. Natürlich, dass es einen versunkenen Kontinent gibt. Das, und dass es da nicht nur hypothetisches Legendengefasel ist, sondern tatsächlich etwas mit direktem Bezug aus derselben Zeit, schätze ich mal. Leider vermag dieses Buch nicht uns bei einer Übersetzung dieser Schriftzeichen zu helfen. Wir können also nur davon ausgehen, dass diese Schriftzeichen vom, oder dass dieser Sarkophag wahrscheinlich von dem versunkenen Kontinent Mu stammen und die Ägypter, wie auch immer sie daran gekommen sein mögen, diesen Sarkophag zweckentfremdet haben. Und er macht diesen Wälzer wieder zu. Buch wieder zu und verschließt es wieder in diesem Panzerschrank. Nun ist die Frage, der Inhalt dieses Sarkophages, stammt der von Mu oder stammt der von den Ägyptern? Eindeutig vom Kontinent Mu. Wie ich schon gesagt habe, die Schriftzeichen sind ja älteren Datums. Müssen älteren Datums sein als die Hieroglyphen auf dem Deckel. Das heißt, die Ägypter haben irgendwie diesen Sarkophag in Besitz genommen und haben ihn dann für ihre Zwecke gebraucht. Ich vermute, dass die Hieroglyphen auf der Deckelseite weiteren Aufschluss geben werden. Aber das überlasse ich ja dann Ihnen. Sie sind ja da in diesem Bereich der Experte. Wunderbar. Ja, ich sitze schon mit Dr. Weiß, hat mir schon weitergeholfen. Ich werde mich sofort an die Übersetzung machen. Sie haben mir auf jeden Fall sehr geholfen, Dr. Armitage. Und natürlich ist über die Sache Stillschweigen zu bewahren. Ja, aber selbstverständlich. Gut. Keiko, das gilt natürlich auch für Sie, aber das muss ich Ihnen ja natürlich nicht sagen. Natürlich. Währenddessen kommt Curly mit seinem Selbstmord-Moped an dem Anwesen der Merryweathers an. Wir haben ja Tag 1 nach dem Tode des Rupert Merryweather. Was tust du, Curly? Ja, ich gehe natürlich gemäßigten Schrittes auf die Eingangstüre zu und klopfe zwar kräftig, aber jetzt nicht aufdringlich an und gehe wieder einen Schritt zurück und warte, ob mir jemand öffnet. Man hört, wie jemand schlurfend zur Tür geht und diese öffnet. Also das Anwesen, es ist ein Reihenhaus. Es ist jetzt nicht übertrieben protzig. Es ist gemütliches, aber irgendwo auch schmuckloses Reihenhaus, wie das Haus links und das Haus rechts daneben. Und Agnes macht die Tür auf und du siehst, sie trägt schwarz. Sieht eigentlich noch schlechter aus als am Vortag. Tränen
wurden geweint, sind getrocknet, die Augen sind wässrig. Und sie sagt, Curly, und fällt ihr um den Hals. Hallo, Mrs. Merriweather. Ich wollte mich nur noch mal bei Ihnen... Curly hat so leiden müssen. Die letzten Stunden, die waren so schlimm. Kurze Auffrage. Befingert sie ihn? Nein, okay, macht weiter. Okay, weiter. Nee, danke. Das überlasse ich der Fantasie unserer Zuschauer. Entschuldigung, ich mach's kaputt. Er hat so leiden müssen, Curly. Die letzten Stunden. Das war so schlimm. Und Bertrand war nicht da. Wo sind meine Manieren? Komm doch bitte rein. Ja, gerne. Und sie zeigt dir halt die offene Eingangstür, sodass du hineinschreiten kannst. Ja, ich betrete natürlich das Haus und schaue mich um. Ja, nur so, ob irgendwo schon mal vorab, ob irgendwo in einem Regal irgend vielleicht ein Buch zu entdecken ist, was interessant aussehen könnte. Also ich durchsuche nicht, ich gehe nur beim Reinschreiten, schaue ich mich schon mal so ein bisschen um. Also du hast das Haus ist wirklich sauber, ne? Es ist schön geschmackvoll eingerichtet. Da erkennt man die Hand der Hausdame. Sie gleitet dich durch diesen schmalen Flur. Rechts führt eine Treppe noch ins obere Geschoss, aber sie führt dich halt strack ins Wohnzimmer. Und möchtest du was trinken, Curly? Also bitte dich auf die einladende Couch. Ein Glas Wasser, wenn es keine Umstände macht, Mrs. Merriweather. Aber natürlich, natürlich. Und sie schlurft dann Richtung angrenzender Küche. Du hast einen kurzen Moment Zeit, um dir ein Bild zu verschaffen vom Wohnzimmer. Erkennst jetzt aber, es ist geschmackvoll mit Teppichen ausgelegt, mit einzelnen Bildern, Fotografien, als auch gemalte Bilder. Auch sieht das Familien. Sieht mir irgendwas für mein Verständnis okkult aus? Oder sieht es einfach aus wie hier so der röhrende Hirsch an der Wand? Würfel mal auf Spot Hidden, bitte. So, ich habe eine 50. Oh. Ich sehe 88. Ja, ich habe Spot Hidden 50. Ach so, okay, alles klar. Du hast so ein komisches Gefühl, was die Couch betrifft, aber das ist jetzt nicht wirklich okkult, sondern eher, die ist halt recht ungemütlich. Die ist ungemütlich. Also vielleicht ein Ticken zu weich für deinen Geschmack. Okay, ja, ich wippe auf dieser Couch so ein bisschen auf und runter und drücke mit den Händen mich ab und spiel mal über die Lehnen und... sie quietscht leicht, ne? So ein auffälliges machen kann, wenn man irgendwo zu Gast ist und darauf wartet, dass die Hausherrin jeden Moment mit einem Glas Wasser wieder um die Ecke kommt. Also ich gehe jetzt nicht hinter die Couch und leg mich da runter. Kommt auch angeschlurft und erstellt das Wasser auf dem Kaffeetischchen ab vor der Couch und setzt sich in den farblich passenden Sessel daneben. Ja, vielen Dank, Mrs. Merriam. Ja. Ich vermute, Curly, du hast von der Nachricht ja schon gehört. Ja, leider. Es tut mir auch sehr leid, mein herzliches Beileid möchte ich auch. Freut mich übrigens, dass du mich mal besuchen kommst. Es ist ja ein paar Jahre her, dass wir mit deinen Eltern zu tun hatten und mit deinem Onkel. Ja, die Zeit vergeht sehr schnell, ne? Ja. Was macht denn das Studentenleben? Wie kommst du denn so voran? Ach ja, ich habe jetzt gestern erfahren, dass ich den Rest meines Semesters mich nicht mehr weiter bemühen muss, weil ich die Prüfung schon bestanden habe. Also es scheint gut zu laufen. Ich bin selber überrascht. Aber ist denn nicht erst Semesteranfang? Ja, aber anscheinend irgendwas muss da funktioniert haben. Vielleicht hat man auch Augenmerk auf meine sportlichen Fähigkeiten gelegt und gesagt, was sollen wir den Jungen weiter mit der Büffelei belasten? Sollte er sich doch besser fixieren auf seine Karriere im American Football. Da sieht man wahrscheinlich eher meine Zukunft drin. Bist du etwa
Der neue Quarterback der Arkham Biting Bats? Ja, das ist völlig korrekt. Also so stolz natürlich ein bisschen. Ich hatte meine Nase etwas an. Ja, ich hatte im Advertiser drüber gelesen, dass man sogar von Profivertrag spricht und von professionellem Football. Ja, das ist noch in weiter Ferne. Inwiefern das ein lohnender Beruf werden kann, das ist natürlich weit weg. Aber meine persönliche Einschätzung sagt natürlich ganz klar, meine Zukunft geht in die Richtung Sport. Und nicht Maschinenbau und Geräte reparieren. Da müssen deine Eltern aber sehr, sehr stolz auf dich sein. Aber natürlich, wer wäre das nicht? Schön, schön. Trink ruhig von dem Wasser, das ist... Ja, vielen Dank. Ich nehme mir natürlich das Glas und nippe von dem Wasser. Ja. Es ist, es schmeckt neutral, aber es ist jetzt nicht kalt, wegen des Fehlen eines Kühlschranks. Das ist nur ein bisschen vergiftet. Es ist frisch aus der Leitung. Es ist frisch aus der Leitung. Ich habe damit gerechnet, dass es frisch aus der Leitung ist. Kranenberger. 1923, da ist es. Da gab es ja auch keine verbleiten Rohre oder so. So, nein. Ja. Und Mrs. Merriweather, wie geht es Ihnen? Wie war das mit Mr. Merriweather? Was ist da vorgefallen? Er macht da ein erschreckendes Gebaren gestern im Hospital. Er hat im letzten Jahr plötzlich abgebaut und wir waren dann natürlich sehr schnell im St. Mary Hospital. Er hat natürlich aufgrund seiner Referenz an der Miskatonic University hat man ihn natürlich bevorzugt behandelt und dann ist rausgekommen Prostatakrebs im Endstadium. Oh, das ist aber schrecklich. Wir haben ihm täglich beim Sterben zugesehen. Das ist aber sehr tragisch. Das ist ein schöner Tod, den man jemandem wünscht, eine Krebserkrankung. Ja. Da fällt mir gerade ein, was wollte er von dir und dem Wentworth und der netten jungen Dame, die dabei war? Ja, ich war selber überrascht und sicherlich haben wir vor Jahren ja mit zu tun gehabt, als ihr bei uns zu Gast wart. Und ich wusste selber nicht, wie ich dazu komme, dass er mich in das Krankenhaus ruft. Er hat mir eine Kiste mitgegeben, die ich verwahren sollte. Ich druckte so ein bisschen rum. Weil ich kann nicht einschätzen, ob die Mrs. Merriweather von einer SEU weiß. Und es war eine Kiste, die wir verwahren sollten. Kann ich werfen auf... Ja, ich überlege gerade, was da passen könnte. Auf Menschenkenntnis heißt es ja. Was ist denn das hier? Ich guck gerade, was passen könnte. Psychology könntest du nehmen. Psychology, habe ich sowas? Achso, da kann ich drauf werfen. Das wäre aber 10. Ich würde auch Listen würde ich auch noch zulassen. Listen. Ja gut, dann würfel ich auf Listen. Eine 74, das läuft ja wieder rund heute. Also ich höre ihr gebannt zu. Aber eine Kiste? Ja, eine unscheinbare Box. Wie hat denn der Rupert eine Kiste ins Krankenzimmer reinbekommen? Also ich hab keine Kiste ins Zimmer getragen und Bertrand wird ja nicht gefragt haben, weil ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die beiden haben
in den letzten Jahren kein gutes Verhältnis zueinander gehabt. Ja, also eine Kiste, also klar, die Kiste ist augenscheinlich von ihm dann wohl, aber ich ist mir nicht bekannt, dass er, das haut mich jetzt völlig um. Was war denn in der Kiste drin? Das kann ich nicht sagen, die hat der Professor direkt an sich genommen und... Ach so, der Wentworth. Wow. Ja. Ah, dann war es natürlich Universitätskram, den die beiden noch ausgetauscht haben. Irgendwie wahrscheinlich was ganz Dringendes. Er hat ja quasi für die Uni und fürs Uni-Leben gebrannt und ist ihm auch schwer gefallen, dann in Pension zu gehen. Ja, und danach hat er sich meistens in seinem Arbeitszimmer eingeschlossen. Eingeschlossen? Also, hat er denn nach seinem Ruhestand oder in seinem Ruhestand im Arbeitszimmer eingeschlossen? Gut, du als Sportler wirst das jetzt vielleicht nicht nachvollziehen können, aber man ist ja jetzt nicht Akademiker, nur weil man in Pension ist. Ich kann ja, also er hat nie über seine Arbeit gesprochen, aber der wird schon irgend so ein Universitätskram da gemacht haben. Er ist ja auch von anderen Akademikern auch angeschrieben worden, wenn es dann um irgendwelche Streitfragen ging oder um das Lösen von Rätseln, alten Sprachen, Zivilisationen, ist ja schon mal gern kontaktiert worden. Solche Dinge halt. Ach so, also er konnte einfach nicht von der Arbeit lassen. Ja. Aber so alt war er ja noch gar nicht, ne? Ja gut, meinst du jetzt in Bezug auf seinen Tod? Ja, also wenn ich jetzt so zurückrechne an meine an die Vergangenheit, wenn man sich getroffen hat, wenn ich das so in Verhältnis setze zu meinem Alter, er wird ja so um die 60, Mitte 60 erst gewesen sein. Ja, aber er hatte Krebs. Ja. Das ist tödlich. Ja, stimmt. Curly? Ja. Du weißt schon, was Krebs ist. Ja, natürlich weiß ich, was Krebs ist. Okay. Ich kenne das Tier. Also was mich wirklich, also klar, gefreut hat, aber was mich gewundert hat, ist, dass er Kontakt zu dir und zu Wentworth aufgenommen hat, weil er auch sonst seine Kontakte abgebrochen hat. Er hatte auch früher diesen Marion Allen hatte er, da war der gut Kumpel mit, bis er dann halt vor ein paar Jahren, glaube ich, gestorben ist. Und das hat ihn zutiefst bestürzt und er hat dann auch versucht herauszufinden, was dahinter gesteckt hat und hat sogar die Polizei von New Orleans so lange beschwätzt, bis sie ihm Informationen haben zukommen lassen. Sie wissen nicht, warum das Ganze? Können Sie nicht so sagen? Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber er hatte halt eine Akte angelegt sogar über den Marion. Er hatte sich sogar noch erbost, dass die New Orleanser Polizei nicht von vornherein mit den Informationen rausgerückt hat, sondern er musste halt dann über den Bürgermeister gehen. Uiuiui, Das aber. Also ich weiß auch nicht genau. Ich konnte ihn leider nicht mehr fragen, was sein Anliegen war, warum ich zu ihm kommen sollte in seinen letzten Stunden. Ja, ging ja alles sehr schnell dann. Deswegen bleibt mir ein Rätsel, warum er auf mich eigentlich gerufen wurde, um eine Kiste zu tragen, die mir dann wieder weggenommen wurde. Ich dachte, es wäre jetzt vielleicht irgendeine Erinnerung von meinem Onkel. Ich meine, du hättest es ja wissen können, aber ich werde jetzt sicherlich nicht Wentworth damit belästigen. Es wird sicherlich irgendwas gewesen sein, von dem ich eh keine Ahnung habe. Es ist nur so traurig und was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ich bin allein und Bertrand ist ja auch nie da. Und sie fängt jetzt leicht wieder an, die ersten Tränen beginnen, ihren Wangen hinabzurollen. Und sie schüttelt sich kurz. Betrübt und schweige und versuche mitleidend zu. Mein Mitleid dadurch auszudrücken. Tut mir leid, Curly, aber es ist noch so frisch und so. Es war gestern erst, dass er von uns gegangen ist. Und ich hatte noch ein ganzes Leben mit ihm
vor. Kann ich dir noch ein Glas Wasser? Nein, danke. Es ist genug. Dankeschön. Ja, ich würde mich sonst auch verabschieden wollen. Ich muss aber noch trainieren. Tu mir den Gefallen, komm doch nochmal vorbei. Sehr gerne, sehr gerne. Ich werde, wenn mein Alltag, mein Sportalltag es zulässt, werde ich gerne nochmal vorbeikommen. Es ist auch eine sehr schöne Fahrt. Weißt du was? Ich komme dich mal im Stadion besuchen, wenn du das nächste Mal spielst. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wir spielen im Sommer immer sonntags. Ich werde es mir merken. Sehr schön. Gut, dann vielen Dank für das köstliche Wasser. Sie steht auf. Lass mich dich noch eben zur Tür bringen und schlurf dann für dich natürlich ultra langsam im Vergleich zur Haustür und lässt sich dann halt auch raus und grüß deine Eltern von mir. Ja, werde ich machen, Mrs. Merriweather. Gut. Ich habe jetzt auch leicht den Faden verloren. Wo waren wir nochmal hier, Wentworth und Keiko? Wir waren mit Armitage fertig und ich würde mich jetzt halt wieder an den Sarkophag setzen mit den eingeschränkten Buchmöglichkeiten, die ich habe. Genau, hast jetzt noch zwei Bänder anstatt fünf. Dementsprechend wirst du sehr schnell jetzt fertig. Ich sag mal, wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir vielleicht vormittags haben, kommst sehr gut voran, gegen Nachmittag fertig. 14.30 Uhr, 15 Uhr. Da hast du die Übersetzung. Mhm, wunderbar. Keiko, was bittest du machen? Ja, ich habe gerade schon überlegt, ob es immer noch irgendwas Sinnvolles einfällt. Ich würde erstmal versuchen, dem Professor zur Hand zu gehen, im Sinne von Vokabeln raussuchen, die er mir sagt. Halt irgendwelche kleinen Handlanger-Tätigkeiten, mit denen ich ihn unterstützen kann. Mhm. Das sollte auch in Ägyptologie weiterbringen, oder? Ist natürlich, du als Studentin hast natürlich ein grundsätzliches Interesse an diesen Dingen und bist natürlich auch begeistert, wie der Professor einfach akribisch jetzt, dadurch, dass er die Auswahl von 5 auf 2 Übersetzungsbände einschränken konnte, wie er jetzt leichthändisch die Symbole beginnt zu übersetzen und dann auch sehr schnell den Text des Deckels dann auch zu Papier bringt. Dieser Zeit, Curly, triffst, wo wolltest du zurück zum Unigelände fahren? Ich glaub, oder was war deine? Campus. Ja, genau, ganz genau. Ganz okay. Also, ich halte mal jetzt summarisch fest: Curly war bis jetzt absolut nutzlos. Das kannst du jetzt so nicht sagen. Ich habe die. Er hat die Box getragen. Okay, alles klar. Entschuldige, nein, okay. Ja, Curly betritt, also eigentlich. Ja. Bitte? Ja, bitte? Du betrittst das. Nee, du kannst das Gebäude gar nicht betreten, sondern musst klopfen. Die Tür ist nämlich abgeschlossen. Das SCU-Gebäude. Genau, richtig. Auf dem Campusgelände. Ja, gut, ich fahre wieder durch zu diesem SCU-Gebäude und wie am frühen Morgen um 10 Uhr. Klopfe ich nochmal an die Tür und rufe wieder: Professor! Hören wir das drin? Da würde ich fast sagen, wir müssen mal auf Listen würfeln. Listen, Moment. Ich bin hier gerade völlig falsch. Warte. Da hat da jemand sich irgendwelche Kerzen in die Ohren gestopft. Ich bin, glaube ich, auch ziemlich beschäftigt. Also Keiko, du hast kritisch, also du hast mal aufs Maximalste gepatzt. Also du kriegst gar nichts mit. Dich wundert übrigens auch gerade, dass du die letzten Minuten auch dem Professor gar nicht gefolgt bist, also was so das Hören betrifft.
Du warst irgendwie ein Tagträumen. Winkel, weißt du, Peter, was hast du für einen Wert in Listen? 50. 50. Also, Curly steht vor der Tür und es vergehen Minuten, ohne dass irgendwas passiert. Ja, ich klopfe und aber, was passiert. Aber Dr. Wentworth meint irgendwas gehört zu haben aus der Richtung Eingangstür. Miss Kane? Miss Kane? Miss Kane! Ja, Professor. Können Sie mal in die Tür nachgucken gehen? Ich glaube, ich habe irgendwas gehört. Ich habe nichts gehört, aber ich gehe natürlich gerne gucken. Ich mache mich auf den Weg zur Tür. Gucke durch den Schieber. Ich stehe nicht mehr vor der Tür, weil ich gehe jetzt so immer so vorne an der Häuserfront vorbei, auf und ab und schaue durch die Fenster, ob da keiner da ist. Und klopfe auch so an die Fenster. Also die paar Fenster, die sind eigentlich zu hoch, um reinzugucken, das sind mehr so Oberlichter. Das ist also wirklich ein sehr unattraktives, betongraues Gebäude mit Flachdach. Okay, dann ist das ja sinnlos. Dann lehne ich mich lässig an mein Motorrad und habe eine Zigarette im Mundwinkel. Oh ja, okay. Kaiko, was machst du? Gucke an der Tür durch den Schieber? Fragezeichen? Du siehst diesen Adrettensportler, wie er einfach sehr unsportlich mit einer Kippe im Mund an seinem Motorrad steht. Molly, mach die Kippe aus, komm rein. Ich schaue mich um und schmeiß die Kippe auf den Boden und tritt die aus und dann gehe ich natürlich zu der Türe hin und hallo Miss Kaiko. Ihr hört aus dem Nebenraum ein Eureka! Ich zucke kurz zusammen und Gesundheit. Kaiko, haben Sie was herausgefunden? Kommen wir an der Sache weiter. Ich bin gerade fündig geworden. Ich mache schnell die Tür hinter ihm zu, schließe auch wieder ab und gehe mit ihm wieder in den Nebenraum. Also ich laufe hinterher. Wentworth wirft sich in Position. Die Brust steht stramm, relativ breitbeinig vor euch und hat etwas auf seinem Notizblock, was er vorlesen möchte und was er dann auch tut. Es ist die Übersetzung des Deckels der Außenseite der ägyptischen Hieroglyphen. Sucher der Weisheit. Diener, Sohn von Yugr-Sethet, Befreier der Menschen, des Wassers, Bewahrer der Geister von Nal-Lot-Hotep, Kind von Tod, Sucher der Weisheit. Ich warte darauf, dass weitergeht. Das war's. Wentworth blickt wissend und stolz in die Gesichter von Kaiko und Curly. Und wundert sich, dass Curly irgendwie das nicht anerkennt, was da gerade passiert ist. Professor, was bedeutet das? Hab ich doch gerade vorgelesen. Ich habe die Worte gehört. Aber es erschließt Wentworth, der Sinn nicht. Würfel mal bitte auf History. Oh Gott. ESG 25, oh Gott, warte. Kaiko natürlich auch, wenn sie mag. Und Curly. 62, weit drüber. 13. Wow. Von? Aber ja, von? History ist auf 5. Ist auf 5, okay. Da habe ich nicht geskillt. Ne? Aber ich bin quasi der geschichtlich am visierteste von uns dreien. Aktuell tatsächlich. Ich habe auch nicht geskillt. Ich habe den auf 25, aber es reicht wohl nicht. Aber da gibt es ja wohl sicherlich an der Universität Leute, die da Abhilfe schaffen können.
Das könnte durchaus möglich sein, ja. Da Professor Price doch doch so hilfreich war und auf Anhieb sagen konnte, was da Phase war mit denen. Der war doch auch Archäologe, oder was sagst du so? Also der kennt sich halt in Ägyptologie aus. Dementsprechend könnte das durchaus natürlich ein Fachmann auch sein. Ja, also etwas spezieller als du jetzt, weil er sich halt wirklich nur auf das auf dieses Kerngebiet das halt. Ja, ist mein Ding, ist ja mehr Sprachen als ja. Ich sag den beiden auf jeden Fall, dass ich mich direkt zu Price aufmachen werde. Können wir irgendwie unterstützen? Ihr könnt ihn begleiten, wenn ihr möchtet. Nein, das war die Frage an den Professor. Ah, ja, Entschuldigung, sorry. Ja, kommt mal mit, ihr beiden. Curly, hast du eigentlich irgendwas, bist du irgendwie fündig geworden? Also nichts Konkretes. Mrs. Merriweather weiß auch nichts von irgendwelchen okkulten Geschichten, die da mal passiert sind, so wie sie erzählt hat. Sie hatte erzählt, er hat trotz seinem Ruhestand, in den er gegangen ist, immer noch hinter verschlossener Türe weitergearbeitet. Woran, weiß sie allerdings nicht. Ich vermute, dass es halt mit dieser Geschichte hier zu tun hat. Aber sie, so nach ihrer Aussage weiß sie von nichts. Ich habe jetzt auch nicht speziell nach einer SCU oder ähnlichem gefragt, weil ich wollte da jetzt nicht irgendwelche Sachen aufdecken, die wir hinterher wieder zuschütten müssen. Er hat sich wohl immer in seinem Arbeitszimmer eingeschlossen und man müsste versuchen, vielleicht da irgendwie an die Unterlagen zu kommen. Mal schauen, vielleicht können wir zusammen irgendwas bewirken. Vielleicht statten wir da mal einen Besuch ab. Vielleicht gewährt sie uns den Zutritt zum Arbeitszimmer. Wenn er uns ja schon gebeten hat, ihn aufzusuchen, wie die Sache so wichtig war, kriegen wir vielleicht seine Frau davon überzeugt, uns da weiterzuhelfen. Aber man könnte natürlich auch versuchen, wenn sie nicht da ist, in das Arbeitszimmer zu gelangen. Aber weswegen sollten wir uns gewaltsam etwas nehmen, was uns vielleicht freihändig gegeben wird? Ja, dann müssen wir es versuchen. Ich denke nur an die Zeit. Die Zeit läuft uns davon, wenn ich ihren Worten Glauben schenken soll. Gut, das ist jetzt ein Problem. Oder wir teilen uns wieder auf. Keiko, glauben Sie, Sie können da was erreichen? Ich glaube tatsächlich, dass ein alter Freund der Familie bzw. des Ehemannes größere Chancen auf Erfolg hat als eine dahergelaufene Studentin. Kurz mal OT mal zu reden. Das Problem ist ja jetzt halt alles, jetzt muss ich ja halt zum Professor und dann wieder mit dahin. Weißt du, es wäre cooler gewesen, wenn man irgendwas hätte, was man hier aufteilen könnte. Deswegen. Ja, also OT könnte ich hin und auf Fast Talk würfeln, quasi. Aber da habe ich auch nur 20. Oder überreden, wäre auch eine Option. Überreden, das ist Persuade, ne, war das, ne? Ja. Oder Charm. Charm, Persuade habe ich 40. Charm, oh, Charm hat die 60, hör mal. Aber ja, dann muss ich ja 14, das wäre ja. Die war schon ein bisschen geil. Schnack, schnack. Schnack, knack. Alter. Ist der Einzige, der diese Vibes gespürt hat? Ja, wahrscheinlich. Du bist der Einzige, der so Neigungen hat, wahrscheinlich. So, bitte jetzt mit dem OT zum Ende kommen. Okay, Entschuldigung. Was kann ich? Ich würde ja auch nochmal hinfahren. Sie hat sich ja sehr gefreut, dass ich sie besucht habe. Nur ich muss irgendeinen Anhaltspunkt haben, worüber ich mit ihr da reden kann, ohne zu viele zu erfahren oder falsche Ängste. Ich kann jetzt schlecht hingehen und sagen, schönen guten Tag, wir würden gerne das Arbeitszimmer sehen. Vielleicht kannst du mir sagen, dass Rupert, sie wird dir sicherlich wissen, dass ihm seine Arbeit und alles auch nach seiner Pensionierung immer sehr wichtig war. Und er uns
dahingehend letzten Arbeitsauftrag mehr oder weniger erteilt hat. Also etwas, was in meinem Herzen lag, was zu erforschen gilt und deswegen auch uns kontaktiert hat. Vielleicht lässt du uns aufgrund dessen vielleicht ins Arbeitszimmer, um halt auch sein Willen zu erfüllen letztendlich. Ja, wir will ja wissen, wie wichtig die Arbeit war. Das Schwierige könnte sein, wir könnten auf diese Kiste anspielen. Sie weiß auch nichts von dieser Kiste. Also wir haben bisher noch keine Verbindung zwischen ihr und den Geschehnissen von damals, wo man sagen könnte, wir arbeiten da an einer Sache, um etwas aufzuklären, was damit zu tun hat. Könnte man ihr vielleicht sagen, dass wir in der Kiste die Hinweise gefunden haben, denen wir in seinem Arbeitszimmer gerne nachgehen möchten? Wäre das eine Hinweise, wo drauf? Beide werdet euch schon da was einfallen lassen. Geko gleitet sie doch, Luis. Ja, das ist sehr gerne, sehr gerne. Vielleicht ist der Charme einer jungen Frau, vielleicht hilft uns das ja weiter. Geko, ich hätte auch, mein Motorrad ist ein Zweisitzer, also ist überhaupt kein Problem. Wir können zusammen draußen. Halt nicht so ein Hinterhelm. Ja, das ist ja nicht stimmt, damals hatte man noch keine Hinterhelm. Für jeden Flug für den USA gibt es ja überhaupt eine Helmpflicht. Ja, den gibt es für nichts. Das ist schon ganz arg, aber. Dem Professor zu als Zeichen der Verabschiedung und deute der Keiko einfach zu.